Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, es fällt schwer, sachliche Worte nach diesen massiven Angriffen von dem rechten Rand hier im Parlament wiederzufinden, die ja wirklich nichts anderes im Schilde führen als eine Kriminalisierung, eine Diffamisierung von vom Klimaschutz Bewegten hier in den Mittelpunkt zu stellen. Das ist das eigentliche Motiv. Das ist das eigentliche Motiv. Es geht natürlich darum, und da sind sich, glaube ich, hier auch alle einig, und das ist aber ja gar nicht Ihr Thema. Es geht natürlich darum, dass die Grenzen des Rechtsstaats von nichts, aus welchen Gründen auch immer, überschritten werden dürfen. Das ist die Basis unseres gemeinsamen Wirkens, auch hier im Haus. Aber darum geht es Ihnen ja gar nicht. Ihnen geht es darum, eine Diffamierung zu inszenieren, eine Diffamierung von Klimaschutzpolitik. Und das ist genau das geht es hier auch vor den Doppelpunkt gezogen, auch mal zu unterstreichen und auch festzustellen, auch für alle hörbar festzustellen, dass das Ihr eigentliches Motiv ist. Deswegen treffen wir uns hier am Nachmittag nicht, um die wichtige Frage von Klimaschutz oder die wichtige Frage von Rechtsstaatlichkeit zu diskutieren, sondern Ihnen geht es nur um Diffamierung. Ich möchte aber nun eingehen auf die Fragen, die uns natürlich alle beschäftigen, in Kenntnis dessen, dass zurzeit sich eine Bewegung in einer Art Hilferuf Instrumente bedient, die in der Tat natürlich auch die Gerichte beschäftigen werden, weil hier die Überschreitung von Grenzen in Rede stehen. Aber ob es eine Überschreitung von Grenzen ist, das muss je nach Einzelfall, ganz genau nach Einzelfall, durch die Gerichte entschieden werden. Das muss durch die Gerichte entschieden werden. Das steht uns als Politik nicht zu, diese Rolle zu übernehmen. Uns als Politik ist die Aufgabe in die Hände gelegt, immerzu diese Prozesse zu beobachten, genauestens zu beobachten, ob mit unseren gesetzlichen Rahmenbedingungen ausreichend Antwort gegeben werden können und ob wir daraus Handlungsaufträge ableiten können. Das ist unsere Aufgabe, nicht die Bewertung von Einzeltaten. Und insofern muss hier auch ganz klar gesagt werden, wir haben mit unseren rechtlichen Rahmenbedingungen eine Vielzahl von Möglichkeiten, auf rechtswidriges Verhalten zu reagieren als Staat. Und wie gesagt, dann ist es Aufgabe von Gerichten. Insofern ist es auch ein Fehl- und ein Trugschluss, an dieser Stelle auf den Gesetzgeber und auf uns zu verweisen, dass wir hier tätig werden müssen, weil dies alles nur eine Spirale von Hilflosigkeit letztendlich noch mal nach oben schraubt, ohne zu den eigentlichen Wurzeln dieser Fragestellung zurückzukommen, die da lautet, dass offenbar wir eine Herausforderung haben im Umgang mit den Klimaschutzfragen, einerseits die Dringlichkeit der Handlungserfordernisse wahrzunehmen, die offenkundig gegeben ist. Die Dringlichkeit ist unzweifelhaft gegeben, zu handeln. Die Dringlichkeit ist da. Andererseits, wenn man die Dringlichkeit missinterpretiert, dann kann tatsächlich das Gegenteil von Aktion daraus resultieren, sondern eben tatsächlich eine Art Hilfeschrei werden, was dann auch zur Überschreitung von Grenzen führt, die es nicht geben darf. Insofern der Appell auch an die Menschen, die sich diese Wege jetzt suchen und möglicherweise da landen, wie es die Gerichte möglicherweise dann als Straftaten auch klassieren werden, die Appelle an diese Menschen, dass der politische Wille, der politische Gestaltungswille, der die Menschen antreibt, dass der politisch eingebracht wird. Wir brauchen dieses Gedankengut als Gesellschaft. Wir brauchen die politische Motivation dieser Menschen, nicht die Ausdrucksform, sondern die politische Motivation. Sie müssen schon genau zuhören, was ich hier sage. Die politische Motivation dieser Menschen. Und wir brauchen sie als Parteiendemokratie in den Parteien. Es gibt weltweit keine funktionierende, Demokratie, die nicht zugleich Parteiendemokratie wäre. Das heißt also, dass wir dieses Gedankengut, was pro Klimaschutz mit Hilferufen sich an die Gesellschaft wendet, dass dieses Gedankengut auch in die Parteien Einzug erhält und uns hier hilft, nach Umsetzungswegen zu finden, zu suchen, diese
die Ziele, die wir uns alle gesetzt haben, zur Einhaltung des 1,5-Grad-Ziels auch wirklich Realität werden zu lassen. Das ist unsere gesellschaftliche Aufgabe, nicht mehr und nicht weniger. Alles andere ist die Frage von Gerichten. Die haben Gerichte zu klären. Unsere Rechtsstaatlichkeit und unsere Rahmengesetzgebung, die gibt uns genügend Instrumente an die Hand. Vielen Dank.